Die Spiele Pokémon Sun und Pokémon Moon erscheinen in ein paar Monaten und es wurden schon einige Pokémon veröffentlicht. Ich möchte mich heute mit den Basispunkten dieser Pokémon beschäftigen, denn die sind noch nicht bekannt und ich wollte einfach mal spekulieren, welche Stats sie denn bekommen könnten. Ja, ich hoffe, ihr findet das genauso interessant wie ich und könnt meinen Gedankengängen folgen. Falls ihr nicht genau wisst, was die Basispunkte sind, dann erkläre ich das eben kurz. Die Basispunkte eines Pokémon geben über dessen Stärke in einer bestimmten Kategorie, zum Beispiel Angriff oder Verteidigung, Aufschluss. Heißt, wenn der Angriff sehr hoch ist, macht das Pokémon mehr physischen Schaden. Ist natürlich klar. Ein kurzes Beispiel. Mew hat in jedem Wert 100 Punkte. Damit ist jeder Wert überdurchschnittlich hoch und Mew ist variabel einsetzbar. Kurze Anmerkung, ich werde mich nur mit den Pokémon beschäftigen, die auch voll entwickelt sind. Also, das sind jetzt 5 an der Zahl, ich blende sie hier ein. Und mit denen werde ich mich beschäftigen, also bei denen werde ich versuchen, die Basiswertpunkte zu erraten. Ich wünsche euch viel Spaß. Wir fangen einfach mal an mit dem neuen Drachen-Pokémon Zenlong. Zuerst müssen wir klären, wie viele Basispunkte es insgesamt hat. Und bei Mew haben wir ja vorhin gesehen, dass Mew 600 Punkte insgesamt hat. Das ist allgemein ein sehr, sehr hoher Wert. Aber wir vergleichen nicht Zenlong mit Mew, sondern mit anderen Drachen-Pokémon aus anderen Generationen. Und man kann Drachen-Pokémon allgemein in 2 Gruppen einteilen. Die Drachen mit 600 Basiswertpunkten und die Drachen, die keine 600 Basiswertpunkte haben. Die Drachen, die 600 Basiswertpunkte haben, sind zum Beispiel Dragoran, Knackrak oder Butalander. Die keine 600 Basiswertpunkte haben, sind Altaria oder Libeldra. Es gibt übrigens nur 6 Pokémon, die nicht legendär sind, die einen Basiswert von 600 haben, also so viel wie Mew. Das sind 5 Drachen und ein Nichtdrache, das ist Despotar. Ja, genau. Despotar fällt natürlich wieder mal aus der Reihe. Wie auch immer. Es gibt also 5 Drachen, die einen Basiswert von 600 haben. Ich bin persönlich der Meinung, dass Zenlong nicht zu diesen Drachen gehört. Ich bin der Meinung, er gehört eher in die Kategorie Altaria, Libeldra oder auch Maxak. Die anderen Drachen, also die ich gerade aufgezählt habe, haben zwischen 485 und 541 Punkten. Ja, also ein bisschen schlechter als 600. Und ich denke, wir nehmen mal so einen guten Mittelwert. 520 sollte ein guter Wert sein für Zenlong, mit dem wir arbeiten können und an dem wir uns orientieren können. Da Zenlong sehr träge wirkt, denke ich, dass sein Initiativewert relativ niedrig sein wird. Ich persönlich denke, dass der Wert circa bei 60 liegt. Außerdem gehört zu der Kategorie Gelassenheit, was diese Annahme eigentlich nur bestätigt. Außerdem denke ich, dass es nicht ein sehr starker physischer Angreifer sein wird, denn es hat jetzt nicht die übertrieben großen Klauen oder das mega starke Gebiss, um seine Gegner anzugreifen. Und für mich sieht es persönlich aus, als wäre es ein spezieller Attacker. Dementsprechend glaube ich, dass der normale Angriff bei um die 80 liegt und der Spezialangriff bei 120. So, jetzt müssen noch die KP, die defensive und spezialdefensive Werte vergeben werden. Und da Zenlong ein relativ großes und schweres Pokémon ist und die dazu neigen, sehr viele KP zu haben, denke ich, dass Zenlong dies ebenfalls hat und schätze den KP-Wert deswegen auf 100. Die Verteidigungswerte zu schätzen, finde ich persönlich nicht sehr schwer, aber ich denke, dass beide so um die 80 sind. Und damit ist das erste Pokémon fertig, Zenlong, meine Damen und Herren. Nummer 2 ist Knifffisch, der minimal bunte Fisch. Und ja, wie bei Zenlong gucken wir, wie hoch die Basiswerte insgesamt sein könnten. Die allermeisten Wasser-Pokémon haben zwischen 450 und 500 Basispunkten. Und ich schätze auch, dass Knifffisch irgendwo dazwischen sein wird. Ich rechne mal so mit 470, so viel da hat auch Marmolida. Das Pokémon wirkt für mich auf den ersten Blick nicht wie der schnellste Schwimmer. Darum schätze ich hier, dass es so 50 Initiative haben wird. Der nächste Wert ist der Angriffswert. Und da es ein paar dicke Beißer hat und auch die Fähigkeit Titankiefer hat, wird es wohl einen relativ hohen Angriffswert haben. Ich schätze, er wird so bei 100 oder 110 liegen. Darunter leidet natürlich der Spezialangriff, der wohl sehr mickrig sein wird. Ich persönlich denke, er wird um die 60 sein. Jetzt wieder das alte Problem mit den Verteidigungswerten. Für gewöhnlich haben Psycho-Pokémon eine höhere Spezialverteidigung als normale Verteidigung. Ich glaube, dass es demnach 70 Verteidigung und 90 Spezialverteidigung haben wird. Dazu noch 90 KP und fertig ist Knifffisch.
stürzen wir uns auf das nächste Pokémon, und zwar Kapuriki, der Schutzpatron. Und ja, wie immer klären wir zuerst, wie viel Gesamtbasispunkte es denn hat. Und da gibt es zwei Theorien. Die erste Theorie ist, dass dieses Pokémon ein ganz normales, wildes Pokémon ist. Also das gibt es quasi unendlich oft. Und die zweite Theorie ist, dass es ein legendäres Pokémon ist. Und der liebe Shizumania hat das ganz gut zusammengefasst. Es ist sehr wahrscheinlich, dass Game Freak für jede der vier Inseln einen Schutzpatronen kreiert hat. Das heißt also, wir hätten vier Inseln mit jeweils vier dieser Schutzpatronen. Diese Vermutung ist gar nicht mal so abwegig, da wir bereits wissen, dass es in der hawaiianischen Religion vier Hauptgottheiten gibt. Also nehmen wir an, dass diese vier Schutzpatronen jeweils die vier Hauptgottheiten darstellen. Wir nehmen also an, dass Kapuriki zu einem Legendenquartett gehört. Und in der Vergangenheit, als es solche Legendenquartetts bzw. Legendentrios gab, wie Zapdos, Lavados, Arctos oder Entei, Suicune und Raikou, hatten diese immer 580 Basiswertpunkte. Dementsprechend nehme ich an, dass auch Kapuriki 580 Basiswertpunkte haben wird. Ich denke, dass Kapuriki ein sehr, sehr schnelles Pokémon sein wird und dementsprechend wird es wohl um die 110 Speed haben. Dazu kommt, dass ich denke, dass es ein Mixed Attacker sein wird, also relativ gut im Spezialangriff und im physischen Angriff. Ich denke aber einen Ticken besser im Spezialangriff, dementsprechend denke ich 125 Spezialangriff und 110 Angriff. Der KP wird, denke ich, unterdurchschnittlich sein. Es sieht einfach nicht sehr kräftig aus und dementsprechend glaube ich, dass der KP-Wert 70 sein wird. So, und jetzt muss ich entscheiden, was mehr sein wird, der Death-Wert oder der Spezialverteidigungswert. Ich habe mich dazu entschieden, den Spezialverteidigungswert höher anzusiedeln, ungefähr bei 100 und den Death-Wert bei 65. So, und damit ist auch Kapuriki fertig und ja, wenn das so rauskommen sollte, würde ich mich sehr, sehr darüber freuen, denn Kapuriki würde dann ein sehr, sehr starkes Pokémon sein. Ich weiß nicht sogar, ob es zu stark wäre für das derzeitige Meta, weil durch die Fähigkeit bekommt sie noch einen Boost auf Elektroattacken und das könnte echt schwierig werden, aber das ist ja auch nur eine Prediction und ja, ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn das so rauskommen würde. Nummer 4 ist Pikachu, ich meine Togedemaru. Was ist eigentlich für ein komischer Name, Togedemaru? Egal, das Ding wirkt einfach wie ein zweites Dedenne und demnach habe ich die insgesamte Anzahl der Werte einfach übernommen. Ich meine, es hat 431, bin ich mir ziemlich sicher. Ja, und es wird wahrscheinlich nur ein einzigen Wert richtig hoch haben, in Anführungszeichen. Und das Ding sieht für mich einfach sehr, sehr, sehr defensiv aus. Ja, auch mit der Fähigkeit Eisenstachel wirkt es so, als ob es physisch defensiv ist. Dementsprechend hat das wohl 110 Def, dann 60 KP, weil es immer noch eine Maus ist. Und es ist eine ziemlich dicke Maus, deswegen die Initiative bei 61. Warum 61? Ja, irgendwo muss auch die 1 von 431 hin. Dann habe ich noch den Angriff. Der ist, denke ich, auch relativ schwach mit 50. Dafür ist der Spezialangriff okay mit 80. Warum? Ich denke mal, also Elektro-Pokémon haben von Natur aus einen relativ soliden Spezialangriff. Und ja, füllen wir dann die restlichen Punkte auf, kommen wir auf 70 Spezialverteidigung. Kommen wir zum letzten Pokémon für heute, und zwar Donarion. Ja, Donarion ist der Startkäfer der Alola-Region und ist dementsprechend meiner Meinung nach vergleichbar mit zum Beispiel Smetbo oder Bibor oder einem Papinella. Und es wird demnach um die 400 Basispunkte haben. Und ich denke, dass Donarion ein sehr schnelles Pokémon sein wird mit 110 Speed. Dazu denke ich, dass es ein spezieller Attacker sein wird, denn es hat im Trailer Bugbuzz, also Käfergruppe, eingesetzt und ist dann von Natur aus die Blitzkanone, was also sein könnte, dass es ein spezielles Pokémon ist. So, und dementsprechend ist der Angriff sehr, sehr schwach. Es hat zwar große Kiefer, aber irgendwo muss es halt Defizite haben. Die hat es im Angriff, dieser wird bei 40 liegen. KP und Def habe ich auf 50 geschätzt und die Spezialdefensive liegt noch bei 60. Also der Fokus liegt hier ganz klar auf dem Speed und auf dem Spezialangriff, denke ich. Und ja, das ist Donarion. Um das Video abzuschließen, zeige ich nochmal alle Werte mit allen Pokémon. Und ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, guckt auch beim nächsten Mal wieder vorbei. Und ja, wir sehen uns dann beim nächsten Video. Tschüss.